Herzlich willkommen zu TGI at Home. Heute sprechen wir über alles, was Sie schon immer über Halb- und Volladdiere wissen wollten. Zwei Zahlen zu addieren gehört natürlich zu den fundamentalsten Fähigkeiten, die ein Rechner haben sollte. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Der einfachste Fall ist der, wenn beide Zahlen A und B Binärzahlen sind und nur eine Stelle haben. Dann gibt es für A und B jeweils zwei Möglichkeiten, 0 oder 1. Insgesamt also gibt es vier mögliche Fälle in dieser Addition. Die haben wir hier in dieser Tabelle aufgeschrieben. Und die erste Frage, die sich stellt, ist, reicht denn in diesem Fall auch ein Bit für das Ergebnis der Addition für die Summe? Und natürlich nicht, denn der schlimmste Fall ist, wenn beide Bits 1 sind. 1 plus 1 ist 2. 2 lässt sich aber nicht mehr mit einer Stelle darstellen im Binärsystem, also brauchen wir zwei Stellen. Die haben wir hier in dieser Tabelle. Die letzte Stelle nennen wir Summenbit, die erste Stelle Übertragsbit. Und dann haben wir also 0 plus 0 ist Übertragsbit 0, Summenbit 0. 0 plus 1 ist Übertragsbit 0, Summenbit 1. Dasselbe hier, 1 plus 0 ist 1. Und 1 plus 1 ist eben 2. Das Carrybit wird eine 1, das Summenbit wird eine 0. Wenn wir uns diese Tabelle nun genauer anschauen, dann beobachten wir etwas Erstaunliches. Schauen Sie sich einmal das Carrybit an. 0001. Das kennen wir schon aus der Boolschen Algebra. Das ist nichts anderes als ein UND-Verknüpfungsoperator. Und das Summenbit 0110, das ist das XOR, das wir auch schon kennen. Exklusives Oder. An dieser Stelle treffen sich also plötzlich Logik und Arithmetik. Wir stellen fest, Rechnen ist eigentlich etwas, was wir mit Methoden der Aussagenlogik bewältigen können. Und das ist sehr fundamental, denn auf diese Weise können wir eine Infrastruktur, denselben Prozessor, im Endeffekt nutzen, um sowohl logische als auch arithmetische Operationen durchzuführen. Und darin liegt die Macht eines binären Rechners. Genau an diesem Punkt, wo sich Boolsche Algebra und Rechnen treffen. Deswegen können wir jetzt auch sehr einfach mit unseren Gattern, die ja eigentlich aus der Logik kommen, hierfür eine Schaltung angeben. Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben zwei Eingänge, A und B. Wir haben zunächst einmal das XOR-Gatter für das Summenbit und wir brauchen ein UND-Gatter für das Carrybit. Und fertig. So etwas nennt man einen Halbaddierer. Das ist also der einfachste Fall. Der nächst komplizierte Fall ist, was passiert denn, wenn ich Binärzahlen addieren möchte, die mehr als eine Stelle haben? Das wissen wir ja aus der Schule. Wie rechnen wir denn da mit größeren Zahlen? Wir fangen an der letzten Stelle an, zählen die beiden letzten Ziffern zusammen, schreiben das Ergebnis hin, haben eventuell einen Übertrag, genau dieses Carrybit, und gehen dann zur vorletzten Stelle über. Da gibt es wieder zwei Ziffern. Wir zählen die zwei Ziffern zusammen, zählen dann den möglicherweise vorhandenen Übertrag noch dazu, berechnen daraus die Summe, schauen, ob es wieder einen Übertrag gibt und so weiter. Und genau das machen wir hier auch. Das nennt man dann einen Volladdierer. Und ein Volladdierer hat entsprechend dieser Tabelle beim Halbaddierer folgende Addiertabelle. Die hat also jetzt drei Spalten auf der Input-Seite, weil wir haben neben A und B natürlich jetzt auch noch ein Übertragsbit, das möglicherweise dazukommen kann. Wir nennen das Carry-In. Das Ergebnis ist aber immer noch nur zwei Bits lang, denn im schlimmsten Fall, ich sehe das in der letzten Zeile, wenn A und B und das Carry-In-Bit alle drei 1 sind, 1 plus 1 plus 1 ist 3, 3 können wir immer noch mit 2 Bit im Binärsystem darstellen. Deswegen genügt es uns für das Ergebnis, ein Carry-Out-Bit zu haben und ein Summen-Bit. Man kann sich das natürlich mit Hilfe einer DNF und den entsprechenden Überlegungen
ableiten. Und die minimierte Form letzten Endes sieht dann so aus. Das Summenbit ist also die Hintereinanderschaltung zweier XOR-Gatter. Das Carry-Out-Bit ist ein logischer Ausdruck, der heißt A und B oder Carry-In und AXOR-B. Ich habe also diese beiden Ausdrücke hier nochmal hingeschrieben und die Frage ist jetzt, wie schaut die Schaltung dazu aus? Dazu können wir einen Teil dieser Halbaddierer-Schaltung gleich zweckentfremden. Denn hier steht ja schon AXOR-B, das werden wir hier und hier brauchen. Und hier steht A und B, das werden wir hier auch brauchen können. Also, das Summenbit AXOR-B, XOR-C, hier ist natürlich C-In. Das ist der dritte Eingang, den wir jetzt noch dazufügen müssen. Und als erstes brauchen wir also ein XOR, das AXOR-B, das wir hier schon haben, mit C-In verknüpft. Und dann haben wir schon unser Summenbit. Fertig. So, hier unten C-In und AXOR-B. Wir brauchen also hier ein Und-Gatter. C-In an den einen Eingang und AXOR-B. Aber das, wie gesagt, haben wir schon. Das können wir hier oben uns nehmen. Geht in dieses Und-Gatter hinein und wir haben hier die eckige Klammer. Die müssen wir jetzt noch mit einer Disjunktion ein Oder-Gatter verknüpfen mit A und B. A und B liegt aber am Ausgang dieses Und-Gatters an, A und B. Das heißt, wenn ich jetzt das hier noch in diese Disjunktion hineinführe, dann habe ich hier unser Carry-Out-Bit. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir das einen Volladdierer nennen. Denn im Wesentlichen wiederholt sich hier diese Struktur, die wir vom Halbaddierer ja schon kennen, noch einmal. Es ist also zweimal ein Halbaddierer in einem gewissen Sinn. Und zweimal ein Halbaddierer ist natürlich ein Volladdierer. Es ist hoffentlich wenig überraschend, dass das Addieren von längeren Binärzahlen so ähnlich funktioniert, wie wir in der Schule gelernt haben, Dezimalzahlen zu addieren. Schauen wir uns trotzdem noch mal ein kurzes Beispiel an. Wir haben hier zwei vierstellige Binärzahlen, E1 und E2. E1 heißt 1011, E2 lautet 0111 und wir wollen die jetzt addieren. Dann beginnen wir, wie üblich, am hinteren Ende, zählen also 1 plus 1 zusammen, das gibt uns eine Summe von 0 mit einem Übertrag von 1. 1 plus 1 plus 1 gibt uns eine Summe von 1, wieder ein Übertrag von 1. 1 plus 1 plus 0 ist die Summe 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus 1, noch einmal die Summe 0 und ein Übertrag 1. Das ist das Ergebnis unserer Addition. Und jetzt fragen wir uns, wie sieht denn eine Schaltung aus, die das im Rechner elektronisch macht? Für diese Schaltung können wir natürlich zurückgreifen auf das, was wir schon haben. Das sind nämlich Volladdierer und Halbaddierer. Da wissen wir ja auch, wie die aufgebaut sind, aus Schaltungen von Grundgattern, AND, OR und NOT. Und nachdem wir das schon wissen, können wir so einen Volladdierer bzw. Halbaddierer auch als Blackbox betrachten. Also als eine Schachtel, von der wir nur wissen, was sind die Eingänge, was sind die Ausgänge und was tut das Ding. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir brauchen also für die letzte Ziffer einen Halbaddierer, weil wir zwei einstellige Binärzahlen haben. Also ein Halbaddierer mit zwei Eingängen. Am ersten Eingang ist die letzte Ziffer von E1. Wir schreiben hier mal E1.0, die letzte Ziffer von E1. An diesem Eingang ist entsprechend E2.0. Dann haben wir einen Ausgang. Ach, den nennen wir S0. Und wir haben ein Carry-Out-Bit. Und dieses Carry-Out-Bit, der zweite Ausgang des Halbaddierers, dient nun als Carry-In für einen Volladdierer, der hierher kommt. Das ist dieser Übertrag hier. Der wird ja zur nächsten Stelle weitertransportiert.
Deswegen haben wir hier als nächstes einen Volladdierer, einen Full Adder, der neben diesem Carry Bit noch wiederum zwei Eingänge hat, nämlich E1, na, vorletzte Stelle von E1, die vorletzte Stelle von E2 und eben diesen Übertrag hier. Wir haben als Ausgang ein Summenbit S1 und als zweiten Ausgang wieder ein Carry-Out-Bit, das Carry-In wird für den nächsten Volladdierer, der diese beiden Ziffern zusammenzählen soll. Also wiederum ein Volladdierer, wiederum mit zwei Eingängen, E1.2 und E2.2. Das nächste Summenbit, das nächste Carry-Out-Bit und für die letzten beiden Ziffern brauchen wir noch einmal einen Volladdierer. Wieder ganz genauso. Wir haben also hier wieder 1.3, E2.3, ein Summenbit als Ausgang und ein letztes Carry-Out-Bit, das uns diesen Übertrag gibt, der bei der Originalrechnung ja auch rausgekommen ist. So sieht das also aus, wenn wir zwei vierstellige Binärzahlen addieren wollen. Wir nennen so etwas einen 4-Bit-Paralleladdierer. Warum Paralleladdierer? Nun ja, weil diese einzelnen Schaltungen grundsätzlich einmal parallel zueinander arbeiten können. Diese Volladdierer hier können also bereits anfangen, auch wenn der Halbaddierer noch nicht fertig ist. Sie bekommen dann vielleicht ein Zwischenergebnis nur heraus, denn es kann ja sein, dass es von diesem Halbaddierer hier einen Übertrag gibt und erst wenn dieser Übertrag feststeht, kann dieser Volladdierer tatsächlich das richtige Ergebnis ausspucken. Wenn es aber keinen Übertrag gibt, dann kann das tatsächlich vollkommen parallel passieren. Insofern kann also sehr wohl der Fall eintreten, wie wir das hier oben bei dieser Rechnung auch gesehen haben, dass ein Übertrag, der an der letzten Stelle entsteht, nach und nach diese ganze Schaltung hindurch wandert, sehen wir hier bei dieser Rechnung und eben auch bei dieser Schaltung. Das ist natürlich der Worst Case, den wir haben können. Aber es kann eben auch sein, dass es irgendwo mal bei einer anderen Rechnung natürlich zwischendurch keinen Übertrag mehr gibt und dann kann das parallel ablaufen. So, wir können jetzt natürlich diesen 4-Bit-Addierer auch selbst wiederum als Blockschaltbild verstehen. Das würde also bedeuten, wir schauen uns auch das nur an im Hinblick auf Eingänge, Funktionalität und Ausgänge. Das würde dann eben so aussehen, dass wir das als einen großen Block verstehen, ein 4-Bit-Paralleladdierer, der dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eingänge hätte, nämlich für zwei 4-Bit-Zahlen jeweils die Eingänge. Wir haben als Ausgänge 4 Summenbits, so wie gerade eben auch. Und am Schluss eben, das haben wir schon hier stehen, das können wir gleich so lassen, auch in diesem Fall ein solches Carry-Out-Bit, das dann zu einem nächsten 4-Bit-Paralleladdierer zum Beispiel weitergeleitet werden könnte. Und dann kann man das sich kaskadierend vorstellen. Man schaltet dann eben so einen 4-Bit-Paralleladdierer wieder zusammen. Dann braucht man natürlich grundsätzlich eigentlich hier hinten auch einen Volladdierer. Wenn man also damit rechnen muss, dass hier noch ein Carry-In von einem früheren 4-Bit-Volladdierer kommt, dann hätten wir hier auch einen 9. Eingang. Aber so sieht das dann aus in Form von Blockschaltbildern.